Go! Hallo zusammen, erinnert ihr euch, als lauter Menschen sich wie wild Eiskübel über den Kopf geschüttet haben? Wisst ihr noch, warum sie das gemacht haben? Warum haben sie es gemacht? Um auf irgendeine Krankheit aufmerksam zu machen und die Leute dazu zu bringen, für die Krankheit oder beziehungsweise für bessere Forschung zu spenden. Genau, das war nämlich die ALS-Krankheit und die ist viel zu schlecht erforscht. Und ein Symptom ist, so wie ich das verstanden hatte, ein Taubheitsgefühl. Und deswegen ist jetzt die neue Challenge, dass der Maxi sowas essen darf. Die Grüne für die Grünen, oder? Und ich muss, auch was essen. Ja, ich dachte, ich kann es auf dich alleine abschieben. Also wir probieren mal. Wir probieren das jetzt mal. Schnell schlucken. Okay. Ja. Ihr dürft drei weitere nominieren, weil ihr mitgemacht habt. Wenn die drei weiteren nicht innerhalb einer Woche auch ein Video drehen, sollten sie bitte für die ALS-Forschung spenden. Man kann aber auch mitmachen und trotzdem spenden. Also ich spende schon mal auf jeden Fall, weil es so toll war. Genau. Vielen Dank. Ich spende auch und vielleicht wollen unsere grünen Begleiterinnen und Begleiter auch gerne mitmachen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. So, und wer darf jetzt das Vergnügen haben? Also, wir nominieren die Eva Lettenbauer, unsere bayerische Spitzenkandidatin der Grünen Jugend, die Steffi Schuhknecht, das ist unsere schwäbische Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, und den Daniel Flügle, mit dem die Katha gestern zusammen so schön Tandem gefahren ist. Viel Spaß!